So, einen wunderschönen lieben Zuckermatter. Wir sind wieder zurück in Monster Hunter und wir machen die Quest Die Macht der Freundschaft. Na, guck mal, da sind ein paar. Was, der Rajang ist schon tot? Why? Ich hatte den noch nicht gehabt. Ach, ist doch Kacke. Ach, da ist ja eh nie was. Oh Mann! Den hatten wir noch nicht gejagt. Den hätten wir schon mal ein paar Mats, dass wir gucken können, was die neue Waffe so kann. Nee. Schade. Haben die Leute denn Sachen geholt? Nee, natürlich nicht. Das Wichtigste haben sie nicht geholt. Das hier. Mega wichtig, so eine Laterne. Ist sowas wie ein Schutzschild, kann man sagen. Wenn man getroffen wird, geht erstmal das Zeug da oben weg. Dieser kleine rote Bereich. Kann man sagen, wie so ein Energieschild. Ein Schutzschild halt. So, das nehmen wir noch. Da oben müssen wir eigentlich. Oh, das nehmen wir mit. Da ist schon wieder ein Batze Gäuse, ich fasse es nicht. Boah, diese Musik, da kriegt man schon wieder Vietnam-Flashbacks. Die brechen die ganze Zeit seine Teile, ich will mitmachen. Bin da! Ja, gut, dass sie den Rajang gemacht haben. Weil der ist wirklich scheiße. Und nervig und schnell. Moment, das war nicht der, wo was ich dachte. Das ist ein komplett anderer. Mist, hab schon wieder was anderes genommen. Ach, ich hätte Feuer nehmen sollen. Wollen wir den einfangen? Wäre cool. Ich glaube, der fehlt uns noch zum Einfangen. Aber dann sollte ich vielleicht eine eigene Quest dafür aufmachen. Ich weiß nicht, ob wir den einfangen wollen. Easy. Ging schneller als erwartet. Den hatten wir schon eingefangen, oder? Den hatten wir, glaube ich, noch nicht mehr getötet. Doch, wir hatten ihn schon mal getötet, aber wir hatten noch keinen Flügel von ihm bekommen. Wir haben die ganze Zeit nur Scherben und Reiniger gekriegt. Und Kortexe. Stimmt. Aber fangen ist mir immer lieber. Das war ja viel schneller als erwartet. Die haben dafür 20 Minuten gebraucht. Ich komme an. Innerhalb von 5 Minuten, okay, fertig. Abfahrt. Okay, wir machen danach noch ein Viech. Mal gucken, vielleicht geht es ja mit der Story jetzt weiter. Ich bin mir sicher, wir hätten den einfangen sollten für eine Quest. Wir können ja mal gucken und uns denn darüber aufregen. Aber wichtiger ist, dass wir die Dangos Englisch haben.
immer noch Rang 28. Ah, hier. Wenigstens haben wir jetzt das letzte und wir haben einen Buddy-Bindungs-Dango. Okay. Das müssen wir uns mal angucken, was das ist. Und die Katzen sind zurück. Dango-Bindungs... Ich muss mal angucken. Sinn des Lebens, okay. Wenn es das ist, was ich denke... Denn war es nutzlos. Okay, doch nicht. Ich dachte, das wäre ein Upgrade zu den Trainer, dass man mehr Wachstum kriegt. Wo ist denn der Bindungs? Hä? Ist das etwa eine... Ich glaube schon. Ich glaube, das ist so ein Sonderdango. Den man nicht immer kriegt. Nee, ich dachte, wir könnten jetzt gucken. Ja, schade. Gut, wir haben es aber trotzdem nicht geschafft, 30 zu werden. Das heißt, wir müssen mal gucken. Welche Aufgabe wir nehmen können als nächstes. Erstmal das hier. Was nehmen wir? Mal gucken. Theoretisch müssten wir davon welche machen. Einfach so. T-Rex. Davon müssen wir noch... Wir können ja mal... Moment, wir können ja mal gucken, welche Aufgaben wir noch haben. Denn gehen wir danach. Fotoschießen wird schwierig. Lagombi. Das wäre doch was. Dann könnten wir unsere Switchblade. Nicht Switchblade. Das andere Ding, ihr wisst schon, machen. Lagombi fangen, okay. Nashörner müssen wir auch noch sammeln. Luna fangen. Tigrex fangen. Bariot müssen wir auch noch fangen. Oh, Batzegeusel. Hä? Achso, die Quest haben wir bekommen, als wir den Batzegeusel gejagt haben. Danach haben wir nie wieder einen gemacht. Fotografieren. Zinogre wäre, glaube ich, was. Haben wir noch irgendwo, dass wir einen Zinogre fangen müssen? Okay, machen wir erstmal den Lagombi. Gucken wir mal. Das wäre das hier. Ah, gibt es nicht einen in höher? Gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Lagombi ist. Vielleicht haben wir ja Glück und finden einen im etwas höheren Rank. Natürlich nicht. Den müssten wir fangen. So, die Viecher. Keiner hat einen Lagombi im High Rank. Das ist interessant. Ein Zinogre könnten wir auch fangen.
Machen wir den Lagombi. Vielleicht können wir irgendjemandem helfen mit dem Lagombi. Gibt es auch einen Single-Lagombi? Gucken wir mal, ob jemand Hilfe braucht. Ansonsten starten wir die Quest gleich. Sieht nicht so aus. Wir starten mir die Quest so. Als erstes werde ich mir was zu essen gönnen. Nehmen wir aufs Maul. Und dann noch schnell mein Set wechseln. Und zwar mein aufs Maul Set. Und dann machen wir das hier noch. Lagombi war, glaube ich, eins. Ja, komm, mit Beitrittsanfrage. Vielleicht hat ja jemand Bock. Und ich gehe mal davon aus, dass wir beim Lagombi keine Sachen brauchen. Dass wir uns extra darauf vorbereiten müssen, weil er Low Rank ist. Können uns ein paar davon nehmen, ja. Aber allzu viel brauchen wir nicht. So, irgendwo hier ist er da. Der müsste schnell gemacht sein. Außer natürlich, er macht Dinge und ich muss die ganze Zeit ausweichen oder blocken. Natürlich. Ach komm! Dein Ernst! Ins Gesicht! Geht doch! Nein! Mist! Hätte ja was werden können. Hä? Wie fies. Na, schade. Hätte was werden können. Ach, Kacke. So, waren wir fertig.
überfahr ihn mal. Schön mit dem Arsch rauf. Und nehmen wir noch ein paar Items mit. So, tschüss. Muss weiter. Wo hier unten ist er? Ah, schön in den Hintern rein. Also ich muss echt mit dem Schaden aufpassen, nicht, dass ich zu viel mache. Und das Vieh dann instant down geht. Das ist ein großes Ding. Natürlich. Ach komm. Katze, unternimm was. Apropos Katze, unternimm was. Ach so, geht nicht. So, jetzt Katze, unternimm was. Mist. Den Falschen getroffen. Schön in den Rücken rein. Die Fassbombe. Okay. Klappt. Er haut einfach ab. Nee. Erstmal schleifen. Ach, ein Groß-Uzichi-Pelz war da, okay. Glückswesen gefunden. Okay, nehme ich. Hi. Mehr Belohnung. Bräuchte eigentlich bei irgendwelchen anderen Viecher und nicht bei denen hier. Aber ist okay. Ach komm. Wurde er echt von diesen Bissen wurde getriggert? Nee, diesmal nicht.
Ach, Kacke. Hätte ja was werden können. Jetzt aber. Och komm. Lass mich doch dich kurz ulten. Zack. Er scheint müde zu sein. Ich hoffe, der stirbt jetzt nicht. Komm. Er ist auf jeden Fall langsamer. Au. Mit einer Gehirnerschütterung kann man ja auch schlecht kämpfen, ne? Mr. Lagombi? Brüllen hilft auch nicht. Zack. Und dauert auch schon wieder ab. Hier geblieben, Mr. Langohr. Möchte sie einfangen. Progress. Ah, einen haben wir gewesen. Zack. Einen brauchen wir noch. Gibt es hier noch einen irgendwo? Kann ich mir einen irgendwo sniggern? Nee, schade. Putz! Ja, ja, mecker, mecker. Gibt's nicht zu meckern. Ach, Mist. Da habe ich ihn zu schnell rausgezogen. Nix an Schaden? Meh. No. Hör auf mit dem Scheiß. Was ist mit dir? Ist er kaputt? Au. Der muss doch schon bald müde sein, so oft wie ich schon gehittet habe. Ja, vergift ihn. Nach. Sehr gut.
Ach komm! Der macht die ganze Zeit nur das eine. Ich komme gar nicht richtig zum Schaden machen. Ach Gott, das ist doch nicht sein Ernst. Abgehauen. Habe ich eigentlich Essen mitgenommen? Natürlich nur meine Steaks. Das Gratis-Essen habe ich natürlich liegen lassen. Okay, wenn ich schon mal hier bin. Stimmt, wir brauchen noch einmal ein Dings. Ein Dingskäfer. Ach, da hinten sind welche. Perfekt, Quest erfüllt. Und dich tüten wir auch mit ein. Wie können wir das Vieh hier in die Ecke schmeißen? Genau das. Guck mal, jetzt können wir ihn auch eintüten. So. Haben die Quest auch erledigt. Dann können wir ja den Hammer holen. Und den auch gleich herstellen. Mal Katze glücklich machen. Mit Katzenminze. Hat länger gedauert als gedacht. Großbestienviech. Nice. Aber das ist sad. Dafür, dass ich... Okay, meine Waffe ist halt noch schlecht. Meine Waffe ist noch richtig mies. 16 Minuten alleine für ein M1. Ich bin halt ein Tank. Da macht man halt nicht viel Schaden. Ein relativer Tank. Bin beides. Tank und mittelmäßiger DD. Ja, Reisstampfer und Modegutscheine. Habe ich jetzt... Nee, habe ich nicht. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt nochmal eine extra Belohnung bekommen oder so. Ich glaube, das war der. Ah, da brauche ich Kamura-Scheine. Was?
Wo kriege ich die denn nochmal? Scheiße. Woher kriege ich die? Ich glaube, wenn ich Sonderaufgaben mache, glaube ich. Bei Sonderaufgaben kriege ich die, glaube ich. Na, gucken wir mal. Ah, ich bin immer noch gespannt, was ist das? Ich habe das Vieh noch nicht getötet. Und es war, glaube ich, einer der ersten Ränge. Ich muss mich da mal... Muss mal Gedanken drüber machen, wo ich das herkriegen kann. Nun denn, wie auch immer, dann sage ich mal hier mal Feierabend. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann sage ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.